Was bedeuten eigentlich die verschiedenen Lichtschwertfarben? In Legends gab es zur Zeit der Alten Republik verschiedene Berufungen, denen Jedi nachgehen konnten. Und jede dieser Berufungen wurde eine Lichtschwertfarbe zugeordnet. Jedi-Hüter nutzten blaue Lichtschwertklingen, setzten die Macht hauptsächlich zum Kampf gegen kriminelle Machenschaften ein, als eine Art Polizeieinheit. Somit stand Blau hier für Gerechtigkeit und Wahrheit. Jedi-Gesandte nutzten grüne Klingen und versuchten der Galaxis mehr mit Worten als mit Taten zu dienen, um als Diplomaten in Streitigkeiten zu helfen. Somit stand Grün für Harmonie und teilweise auch für die Natur. Und Jedi-Wächter hatten gelbe Klingen und waren eine Mischung aus den anderen beiden. Sowohl mit Taten wie mit Worten handelnd, sowohl im Kampf gegen das Böse wie auch in Aspekten der Philosophie und Wissenschaft. Damit stand die gelbe Farbe für das Gute und für Hoffnung an sich. Später wurde die Farbe aber mehr durch den Kristall bestimmt, den ein Jüngling einfach auf einem Planeten wie Ilum fand, wodurch diese Bedeutung deutlich in den Hintergrund trat.